Und damit herzlich willkommen zum neuen Video. Mein Intro hat ein bisschen verkackt. Die Kamera hat überdurchschnittlich schnell den Geist aufgegeben, weil es halt ein bisschen kalt war auf dieser Rennstrecke. Darum mache ich das jetzt so. Ja, okay. Also, es geht los. Okay. Im besten Moment hat jetzt die Kamera gerade den Geist aufgegeben. So, mal schauen, ob das etwas ist. Ja.
Höhe fertig. Ich bin fertig. Fuck! Das hat Spass gemacht. Das war hure geil. Oh, ich habe keine Energie mehr. Oh, man muss immer hören, was am besten ist. Das ist riskiert man auch Unfall. Und ich habe jetzt immer noch Gummiarme und Gummischeichen. Raus! Ich bin kaputt. Ich bin richtig kaputt. Okay. Wow, ist das geil gewesen, ey. Holy crap, schau, jetzt bin ich am Zittern bei, Mann. Fuck. Alter. Oh, ja. Oh. Aha, geiler Run gewesen. Schau, jetzt bin ich am Zittern bei. Holy crap. Oh yeah. Posten sind fast zu wenig lang. Mal schauen, ob ich mal durchbeisse. Ja, die anderen haben halt alle moderne Bikes. Und die haben Quickshifter und alles. Und Flipper und Traction Control und Sättigungszeug. Und ich halt nicht. Dann kommen wir vor der Steinzeit.
Herrgott, ist das anstrengend. Gottverdeli. Holy crap. Also. Boah. Ja. Ach komm, jetzt wollte mal die Reise nicht drehen, jetzt null. Oh. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Also, ich kann sagen, ohne Quickshifter, ohne Blipper, ohne das Traction-Control-Zeug, das die modernen alle haben, habe ich echt Schwierigkeiten, die Base zu behalten, die anderen fahren. Weil die können halt schalten und so auf und runter schalten, in die Kurve rein und das Gas geben und so. Das ist halt einfach schon viel besser. Ich habe einen hohen Krieg auf dem Bike. Aber was ich kann sagen, das Drehmoment. Die 580 Kubik, die bringen es. Weil ich kann meistens einen Gang höher fahren als die anderen und ich habe trotzdem mehr Biss aus der Kurve raus. Ja, aber sonst. Ich glaube, ich halt auf der Zielgerade bis in den 5. Gang. Ja, nicht voll ausgedreht, aber Scheiße, Mann. Und was ich jetzt ein bisschen mehr probiert habe, ist ein bisschen mehr in die Kurve reinbremsen, ein bisschen giftiger. Weil ich vorher gerade ein bisschen hatte, im vorherigen Turn, dass ich ein bisschen zu wenig auf der Bremse war. Und da ist ein bisschen das Problem, dass der vordere Reifen kalt wird. Und der hintere Reifen ist noch gut. Der ist warm und der vordere Reifen ist am kalt werden. Oder ja, kalt, kälter. Sagen wir dann mal so. Der Boden hier ist scheiße, Mann. Aber ich bin fertig. Hey. Ich brauche jetzt einfach ein bisschen mehr Pause. Ja, das kann ich sagen. Sonst Reifen perfekt. Reifendruck habe ich extra tief. Ich glaube, es sind 1,2 Bar oder so, die ich drin habe. Das funktioniert richtig gut. Grip-Probleme wie im Sommer habe ich keine. Das untersteuernde Fahrverhalten ist schon weg, das ich im Sommer hatte. Ich habe mich mit dem Fahrwerk-Setup orientiert. Reifendruck, Gabel ein bisschen durchgestossen, also der Durchhang ein bisschen erhöht. Ein bisschen mehr Druck auf dem Vorderrad. Das hat wunderbar funktioniert. Aber ich brauche jetzt eine Pause. Eine längere Pause. Weil, Scheiße, Mann. Das ist heavy.